Viel Zeit, mal abzuschalten, bleibt nicht, jetzt, da sich diese EM auf der Zielgeraden befindet. Stefan Kunz in Vergagna, fernab vom Fußball, wobei auch das ja nicht so ganz stimmt. Intern hatten wir einen anderen Lieblingsgegner, aber Sie wissen ja, die Sachen, die man nicht beeinflussen kann, die nimmt man so, wie sie dann kommen. Was ist denn das Gefährliche an Rumänien? Das Unorthodoxe, die hohe Emotionalität, sehr, sehr große Laufbereitschaft. Der 56-Jährige ist, wie er sagt, extremst zufrieden mit dieser Vorrunde. Dem Auftaktsieg gegen Dänemark folgt die 6:1-Gala gegen den vermeintlich stärksten Gegner Serbien. Nur gegen Österreich fehlt nicht viel und es wäre schiefgegangen. Was das Wichtigste aber ist, gegen Österreich haben wir gesehen, dass die Spieler auch bereit sind, über den toten Punkt hinaus zu arbeiten für dieses Ziel. Und bis jetzt haben wir immer sehr gut aus den vergangenen Spielen gelernt. Und wenn das auch jetzt wieder der Fall ist im Halbfinale, dann haben wir eine gute Chance. Team und Trainer, eine Wertschätzung, die auf Gegenseitigkeit beruht. Ist natürlich besser, wie wenn sie schreien Trainer raus. Busparty nach Halbfinaleinzug. Gefeiert wird jeder, ob dritter Torwart, ob Dreifachtorschütze oder Mo Dahoud. Der Stratege und für Stefan Kunz der konstanteste deutsche Spieler bisher im Turnier. Der 23-Jährige gibt kaum Interviews, er lässt lieber Taten sprechen und andere über sich reden. Ist schon eine spezielle Beziehung zu Mo. Würde man vielleicht betreuungsintensiv nennen? Nadim! Ich sage auch oft zu ihm, stell dir mal vor, du bist jetzt Trainer und siehst jetzt das und das. Was würdest du denken? Und ganz oft sagt er dann, boah, Trainer, scheiße, muss ich das nächste Mal anders machen. Ein Trainer, der sich auch fernab vom Fußball um die Jungs kümmert und im Finalfall diesem Wunsch sicher entsprechen wird.